Herzlich willkommen beim neunten Teil unserer zwölfteiligen Serie Die häufigsten Fehler bei Finanzierungen und Fördermittelanträgen. Und heute geht es darum, ob eine Existenz- oder Unternehmensgründung vorliegt und das tatsächlich bei der Antragstellung vielleicht vergessen worden ist. Nehmen wir mal folgenden Sachverhalt an, dass du einen Antrag bei der Bank einreichst mit fertigem Businessplan, Finanzplan und das nicht alleine tust, sondern mit einem zweiten oder dritten Gesellschafter zusammen. Und alles wird bearbeitet, alles sieht gut aus, Eigenkapitalquote stimmt, die Geschäftsidee stimmt, das Team stimmt. Und nun wird ganz zum Schluss sichtbar, dass dein zweiter Geschäftspartner noch ein Bestandsunternehmen aus seiner Studentenzeit hat, wo er vielleicht irgendwelche Promotion-Tätigkeit gemacht hat. Was hat das nun zur Folge? Wenn du oder dein Mitgesellschafter bereits ein Unternehmen haben, dann ist das keine Existenzgründer mehr oder keine Existenzgründung mehr. Vielmehr ist es eine Unternehmensgründung. Was hat das nun zur Folge? Wenn du beispielsweise das KfW-Startgeld beantragen willst oder andere Förderprogramme, dann sind die in der Regel für die Existenzgründung, also für die erste Selbstständigkeit gedacht und nicht für die zweite, die dritte, die vierte, fünfte oder siebte oder zehnte. Das bedeutet, in dem Fall wird etwa die gesamte Finanzierung zusammenbrechen oder der Anteil gemäß Quotal der Anteile deines Mitgesellschaftes wird rausgerechnet, das heißt nur vielleicht 50% der Summe bewilligt und du musst nachweisen, woher die anderen 50% kommen sollen. Damit dir das nicht passiert, ist es immer wichtig, genau die Richtlinien für Kredite oder Fördermittel zu studieren, die Voraussetzungen zu prüfen und sichtbar zu machen und zu checken, ob ihr als Team oder du als Unternehmer oder Gründer diese Richtlinien tatsächlich auch erfüllt, die einzelnen Punkte also abzuhaken sind. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, deinen Förderantrag, dein Finanzierungskonzept auch belastbar und richtlinienkonform abzubilden, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Und denk dran, auch den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu betätigen, denn morgen kommt der nächste Teil.